Was ist da Blaues, das man gleich hier machen muss? Warte mal. Du musst irgendwie habe ich eine Quest nicht. Oder? Wilde Karotte, doch, habe ich. Ja, die Karotten brauchst du dann, um die Pferde einzufangen. Wow, tolle Quest. Ich bin begeistert. Was muss man machen? Die Pferde einfangen. Nicht töten. Ups. Die Pferde sind aggro auf mich. Jetzt sind sie aggro auf dich. Was macht denn ihr da? Mach mal mehr Schaden. Keinen Schaden. Heute Abend gibt's Pferdefleisch. Ich hab schon lange keine Lasagne mehr gegessen. So, was müssen wir jetzt machen? Also keine Pferde töten. Karotten einsammeln und mit den Karotten dann das Quest-Item benutzen und die Pferde einsammeln. Und dann zum Knappen zurückbringen. Ja, und wo bekomme ich die Karotten her? Die liegen hier überall rum. Ja. Kannst ich sehe auch keine. Oh, da hinten. So, jetzt das muss ich erstmal mit fünf Pferd. Einzelnen Pferden machen. Ja. Jupp. Na, Horror, der. Toll, jetzt sehe ich keine Pferde mehr, danke. Du hast ja gerade alle Pferde umbringen müssen. Ich weiß nicht, da vorne ist eins und davon ist noch eins. Wo? Oh, vorne. Bei mir vorne. Aber das ist so weit weg. Das ist so weit weg! Oh, da hat wieder Pferde geschlachtet, wer war das nur? Hey, wo? Ich sehe ja keine Pferde! Also, ich bin gerade auf eins ins Lager geritten und dann war noch da eins. Dann noch ja, eins toll, hoch. Ich hätte in der Nähe von Lager bleiben können. Dann, ich bleibe jetzt in der Nähe von Lager, dann kriegt mich in die Kuh auch. Was Zeug. Wo ist knappe Percy? Ich will mein Pferd abgeben! Knappe Percy. Ich hab keine Lust, die Quest ist scheiße. Da oben auf dem Hügel ist er. Ja, da oben auf dem Hügel, da bin ich gerade gestanden. Dann steht da benötigt knappe Ey, ich seh kein einziges Pferd. Ja, du hast trotzdem schon drei abgegeben, oder? Ja, ich seh aber kein einziges. Ja gut, dann irgendjemand muss sie ja gerade alle umbringen. Ich weiß nicht, was ihr habt. Das sind überall Pferde. Oh. Ich sehe tote Pferde. Ach so. Ja, da ist doch da. Ach so, das ist ein Bambi. Ups. Es ist ein Bambi. Ich nehme diesen Preis nicht an. Oh nee, das war ja nicht wenigstens. Das war ja nicht der Bambi. Ja, wir müssen jetzt wirklich alle Pferde weg. Ja, wir haben die Pferde ausgerottet. Ja, und somit wird hier niemals eine Kavallerie entstehen. Mit einer Kavallerie im Wald der Jäger ist aber macht recht was. Ungünstig. Oh mein Gott, der Jäger hat Bamis Mutter erschossen. Warte, tatsächlich. Nein, meine Mutter, ich werde mich rächen. Ich werde dich rächen. Und Bambi hat den Jäger erlegt. Keine Toll. Pferde mehr. Das habe ich zum ersten Mal gesehen. Wie ein Bambi enraged geht und erstmal den Jäger umbringt. Ich liebe es, Trollolo Hexenmeister zu spielen. Hättest Magier spielen sollen.
Ja, hätte ich auch noch auf Level 73 gehabt. Aber mein Charakter hat in dem LP schon Kultstatus, das kann ich jetzt der Zuschauerschaft nicht antun. Jetzt habe ich ein Pferd gefunden, aber jetzt habe ich keine Karotten mehr. Ich habe aber Karotten, wo? Hier hinten läuft nur eine ganze Herde rum. Ja, ich sag doch, ich habe nicht alle ausgerottet. Ja, die ist wahrscheinlich gerade wieder respawned. Welcher Mensch ist hier die ganze Zeit Agro? Spirit, der wilde Mustang. Hey, mein Ernsthaft, komm mal zu mir. Hörst du das auch? Ja, hör ich. Was? Hörst du das? Ich hab's gehört, ja. Warum hast du da angelangt? What the fuck? Weil was machen die da? Das Quest-Item die Waffen auszieht. Und jetzt fliegen wir wohin? Wieso fliegst du da hoch? Da ist doch nix. Wieso fliegst du da hoch? Da ist eine Quest mit einer Mine. Ich hab da kein Quest. Warum nicht? Ja, das weiß ich nicht. Moment. Weil er die Quest für Starkmantel nicht gekriegt hat und, und dann keine Folgenquests nicht machen kann. Wieso hast du die Quest mit Starkmantel nicht bekommen? Das wundert mich jetzt aber. Ja, ich hab doch gesagt, ich hab keine Quest mit Starkmantel gekriegt. Wir haben einen dicken Videobeweis. Deswegen habe ich ja schon gefragt, wieso wir da überhaupt zur Westfalenbrigade sind. Ich habe hier keine Quest. Dann hast du irgendwo eine Quest übersehen, oder? Wir können ja mal alle schnell hinter zur Hütte nochmal fliegen und da müssen wir eh noch was abgeben. Dann also nochmal einmal quer über den Grizzly-Hügel. Kra. Ich mache mir den ganzen Tag nichts anderes, als über das gesamte Gebiet zu fliegen. Ist wenigstens ein schönes Gebiet. Jo. Mit den Tannen. Die irgendwie keine Tannen sind, weil sie keine Tannennadeln besitzen. Und im Monopoly ist es immer noch eins der Gebiete, die als letztes weggehen. Zusammen mit dem Sturmgipfel. Ja. Stimmt's, Grisi? Jojo. Müssten eigentlich mal wieder Runden spielen. Weißt du noch damals mit Anna? Ich verkaufe OG. Orgrimmar. Für wie viel hast du sie weggezogen? Wie hoch hast du das hochgeboten? Ein WoW-Monopoly? Ja, es gibt ja ein WoW-Monopoly. Und Orgrimmar ist da die teuerste, die man kaufen kann. Ja. Und die Schlossallee. Ja. Sturmwind ist dann daneben quasi die Parkstraße. Du hast jetzt so gerne die Straßennamen bei dem The Big Bang Theory-Monopoly. Wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Formeln oder so. Ich bin geehrt. Hier wird mir aber auch keine Quest angezeigt. Das ist aber komisch. Eigentlich müsstest du die da drin irgendwo kriegen. Eigentlich. Hast du alle Quests gemacht? Moment.
Also ich habe hier Umverteilung der Ressourcen. Ja, die habe ich auch. Ja, das ist die einzigste, die mit Starkmantel in irgendeiner Weise zu tun hat. Ja, und die geht eigentlich, ist eigentlich nur die Startquest für Suldrak. Ja, eine andere Quest habe ich nicht. Muss man das jetzt verstehen? Und hier ist keine Quest, wo sollte ich die Quest annehmen können? Also eigentlich da drin. Beim Leutnant Dumont. Der müsste sie dir eigentlich geben. Eigentlich. Der hat keine Quest für mich. Wieso? Lizard hasst mich. Das ist jetzt aber echt komisch. Mir fällt gerade so auf, ich habe keinen Stab an. Wieso habe ich keinen Stab an? Weil du vorhin die Quest gemacht hast mit der Angel. Ach so, genau. Ja, was machen wir denn? Was machen wir denn? 4 Minuten hätten wir jetzt nur noch. Ach, komm. Labern wir 4 Minuten über Gott und die Welt. Okay, dann labern wir 4 Minuten über Gott und die Welt. Also, hat jemand ein tolles Gesprächsthema? Gott und die Welt? Guter Ansatz. Fang an. Braucht ihr etwas? Also, der Rum aus Kuba, der schmeckt echt gut. Rum aus Kuba. Ja, kann mein Vorgesetzter nie von singen, der war im Urlaub in Kuba. Oh weh. Ja, ich habe sogar schon die Hälfte von dem Gold zusammen, die ich jetzt fürs schnelle Fliegen brauche. Ja, ich hab Seidenslipper. Ja, da. Baby. Für die Füße. Killig Seidenslipper. Oh, die sind sogar besser als meine. Death Vader, ernsthaft, wer nennt sich bitte Death Vader? Todesritter? Ja, es ist ein Todesritter. Oh, bespucken. Jetzt packt der Spuckmakro wieder aus. Jetzt kommt er wahrscheinlich gleich zurück oder so. Er ist Todesritter, er ist nicht gewohnt. Ja. Da kommt das Auge von Killrock schon wieder. I want to get away. Da segelt's nach unten. Und wie ist die Luft da unten? Ich bin gerade unter Wasser. Ja, also wie ist die Luft unter Wasser? Naja, es geht so. Oh, ein Ork und noch ein Ork und noch ein Ork und oh, oh, und noch ein Ork und oh und oh und oh und jetzt ist oh, jetzt ist das Kanalisieren vorbei. Eine Minute brauchen wir noch. Was? Hä? Was hast du gesagt? Oh, was war denn für ein Titel? Kommando Holzfäller oder Holzfäller? Ich könnte mir ja auch mal wieder einen anderen Titel mal mit reinmachen. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Schwert von Vryn? Was ist das denn für ein Titel? Schwert von Vryn? Ja. Keine Ahnung. Kenne ich nicht mal. Das ist bestimmt irgendwas PvP-mäßiges. Ich mach mal Hordenbrecher rein. Schwert von Vryn ist bestimmt irgendwas First-Kill-mäßiges oder so. Krasser Rangwildnis durchgemacht. Kann nicht sein, weil das habe ich den Titel. Ich hab noch keinen First Kill gemacht. Nee, das ist bestimmt ehrfürchtig Dingens hier. Würdenfest, also Trainer diese Fraktionen da. Das kann gut sein, ja. Da muss ich gleich mal gucken. Also gut, wir sind bei 2 Stunden. Gibt keinen Titel.
Ich nehme jetzt den Baummeister. Der Braumeister. Baummeister, ja. Ja. Wir haben unsere 2 Stunden jetzt auf jeden Fall erfüllt. Das freut uns doch. Jo. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns dann hier mit Level 75, 76 und machen dann das nächste Mal weiter. Hoffentlich. Wobei, in der nächsten Folge kommt jetzt erstmal ein kleines Special. Boah, Katzenschwurf. Und ab Folge 101, weil das hier ist jetzt gerade die 99. Die 100. wird ein Special. Ab Folge 101 machen wir weiter. Da hoffen wir mal, dass wir Nordend dann irgendwann mal hinter uns lassen. Ich glaube zwar noch nicht wirklich dran, dass wir das schaffen, aber ich glaub, wer weiß. Dass ihr irgendwann mal die 90 schafft? Erstmal wäre Level 80 das nächste Ziel. Ja, wäre das realistisch. Rein rechnerisch. Ansonsten würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt hier und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habe die Grüße. Ciao.